Hallo zum neuen Video. Heute geht es mal um Bosch Professional, ganz genau um dieses Akku-Arbeitslicht, das GLI 18V-300. Und wenn du dazu mehr wissen möchtest, musst du jetzt dranbleiben. Ja, Bosch Blau hat einiges in petto, was Arbeitsleuchten, Arbeits-LEDs, Baustrahler etc. betrifft. So haben wir hier eine kleine Handarbeitsleuchte, die mit dem 18-Volt-System kompatibel ist. Das heißt, hierunter könnt ihr alle 18-Volt-Akkus, die momentan verfügbar sind, drunter stecken. 12 Amperestunden wäre da sicherlich übertrieben. Aber ich sage mal, wir haben hier diese 1,5 Amperestunden-Akkus. Es gibt dann Pro-Core-Akkuserien, die passen natürlich auch darunter. Dann haben wir hier einen 2-Amperestunden-Akku und wir haben noch einen 5-Amperestunden-Akku. Die würde ich auf jeden Fall dafür verwenden wollen. Kosten tut das Ganze in der unverbindlichen Preisempfehlung etwa 70 Euro. Effektiv gebt ihr dafür etwa 45 Euro aus. Ich verlinke euch ein paar Einkaufsquellen unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch den tagesaktuellen Preis dann auch abrufen, aber so ungefähr, dass ihr euch da orientieren könnt. Wiegen tut das Ganze etwa 300 Gramm, natürlich ohne Akku. Wenn ihr das Ganze mit Akku betreibt, je nachdem welchen Akku ihr da drunter packt, kann man davon ausgehen, wird es ungefähr doppelt so schwer. 300 Lumen an Lichtstrom bietet uns diese kleine Leuchte. Das ist okay, reicht für normale Arbeiten hin. Wenn ihr malert oder lackiert oder sowas, dann wird das nicht ausreichen. Oder wenn ihr den ganzen Raum modernisieren wollt, dann wird die Leuchte auch nicht hinreichen. Aber ich sage mal, wenn ihr irgendwo im Schrank arbeitet, einen Siphon wechseln wollt oder eine Schublade irgendwo einbringen wollt oder irgendwas neu verschraubt oder vielleicht auch im Kfz-Bereich, wenn ihr mal in den Motorraum reinleuchten wollt, da ist sowas natürlich dann prima, weil das natürlich auch recht handlich ist. Ja, die Leuchte ist auch mit den 14,4 Volt Akkus kompatibel. Die sind schon ein bisschen älter auf dem Markt. Wenn ihr noch sowas zu Hause habt, dann beträgt die Leuchtdauer 250 Minuten pro Amperestunde. Und wenn ihr das 18-Volt-System, wie ich hier habe, nutzen wollt, dann beträgt pro Amperestunde die Betriebszeit 300 Minuten. Das heißt, ihr könnt hier 5 Stunden mitarbeiten pro Amperestunde. Wenn ihr also so einen 5-Amperestunden-Akku mit dabei habt, dann könnt ihr rechnerisch 25 Stunden mit dem Gerät leuchten. Ja, ich würde sagen, ich packe die Leuchte mal aus und dann gucken wir uns die mal etwas genauer an. Wir wollen die natürlich dann auch mal leuchten lassen. Mit dabei ist natürlich auch eine Bedienungsanleitung, das kennt ihr von Bosch so, die sind natürlich ein bisschen dicker, da habt ihr was zum Schmökern, allerdings in verschiedenen Sprachen. Wenn ihr euch sowas kauft, von Bosch Professional oder Bosch Blau auch genannt, dann solltet ihr das Gerät auf jeden Fall nach dem Kauf registrieren bei Bosch, denn dann bekommt ihr 3 Jahre Garantie auf die Geräte. Und wenn dann da mal mit was sein sollte, könnt ihr euch natürlich direkt an Bosch wenden. Schauen wir uns hier mal den Aufbau an. Grundsätzlich ist das erstmal so designt wie so ein ganz normaler Akkuschrauber. Ich packe mal einen Akku unter, dass wir uns das gleich mal hier angucken können. So sieht das dann aus. Also liegt auch in der Hand wie ein ganz normaler Akkuschrauber. Zieht dann natürlich nach unten. Hat natürlich den Vorteil, dass wenn ihr das auf die Werkbank stellt oder so, dass das dann auf jeden Fall auch sicher steht. So, und ihr seht schon, ich habe die Leuchte jetzt einmal aufgeklappt. Ihr könnt das natürlich auch in verschiedenen Winkeln dann fixieren. Theoretisch auch so nach unten leuchten lassen. Ganz normal anmachen. So sieht das dann aus. Dann könnt ihr das theoretisch auch als Leseleuchte verwenden. Wenn ihr euch hier jetzt euren Comic hinlegt oder eure Bedienungsanleitung oder sowas, dann ist sowas sicherlich ganz hilfreich. Mach die Leuchte noch mal aus. Gucken wir uns hier mal das Leuchtfeld an. Das ist hier mit 6 unterschiedlichen Chips designt. Das heißt, 6 Leuchtquellen sind hier drauf verteilt in Chipform. Die seht ihr auch, wenn ihr die jetzt live in Betrieb nehmt, dann seht ihr das als einzelne Leuchtpunkte. Wenn das jetzt eine COB-Leuchte wäre oder ein COB-Element, dann wäre es so, dann würdet ihr das als ein Element wahrnehmen. Ist mehr im billigen Sektor zu Hause. Bei den teureren Leuchten macht man das in der Regel so, wie das jetzt hier dargestellt ist, dass man hier noch einzelne Chips dann einbringt. Nichtsdestotrotz leistet diese Leuchte 300 Lumen an Lichtstrom. Wir kommen hier nochmal auf den Griff zu sprechen. Der ist, wie gesagt, wie bei so einem Akkuschrauber-Design. Der ist auch hier vorne und hier hinten gummiert, sodass ihr die wirklich sehr fest und sehr gut auch halten könnt. Was ich jetzt wirklich unergonomisch finde, muss ich euch wirklich sagen, dass der Ein- und Ausschaltknopf hier oben ist. Man hätte das dann vielleicht hier auch gleich so integrieren können, wie bei einem Akkuschrauber oder vielleicht sogar noch einen zweiten Knopf dann spendieren können, dass man die dann gewohnheitsmäßig dann hier vorne auch ein- und ausschalten kann. Denn hier brauche ich schon eigentlich eine zweite Hand für, wenn ich die Leuchte dann einschalten will.
will, muss ich die erstmal einschalten und dann kann ich die in die Hand nehmen und dann kann ich erst leuchten. Je nachdem, wo ich dann, wie gesagt, hinleuchten möchte, kann ich mir die dann auch nochmal verstellen. Wir können die theoretisch auch gesamt zusammenklappen, dann könnt ihr den Innenbereich beleuchten, der Leuchte. Das macht natürlich keinen Sinn. Warum man hier keinen Kippschalter zum Beispiel verwendet hat, weiß ich auch nicht. Das wäre vielleicht auch noch eine ganz gute Idee für die nächste Modellreihe davon, wenn man das komplett zusammenklappt, dass die Leuchte dann einfach automatisch auch ausgeht. An der Oberseite sehen wir, wir haben hier noch so einen kleinen Haken verbaut, der ist aus Metall. Ja, mal gucken, ob wir den rauskriegen, so. Den können wir auch abklappen. Ihr seht das in verschiedenen Winkeln, können wir den hier hin und her bewegen. Was wir nicht können, wir können den nicht drehen. Das heißt, wir wollen keine Kugel verwendet, obwohl die hier eigentlich drinnen so aussieht. Aber drehen kann man das wirklich nicht. Der einzige Vorteil, den ich hier drin sehe, ist, dass das Ganze aus Metall ist. Das heißt, es ist natürlich wesentlich robuster als bei günstigen Anbietern. Bei günstigen Anbietern habe ich das in der Form so noch nicht gesehen, dass das aus Metall kommt. Da kommt das meistens aus Plastik, bricht dann recht schnell ab. Allerdings ist das bei den günstigen Anbietern meistens dann komplett auch drehbar. Ja, wer Bosch Blau-Fan ist, der wird das sicherlich begrüßen, dass es endlich auch so eine Leuchte gibt, die man so wie so ein Akkuschrauber eigentlich in der Hand halten kann. Ihr könnt damit natürlich auch Gassi gehen oder mal die Mülltonnen rausschieben oder sonst irgendwas. Dafür ist das natürlich auch geeignet. Was eben schön ist, ist, dass ihr die auf jeden Fall irgendwie mal auf die Werkbank stellen könnt oder in den Regal oder sonst was. Die steht auf diesem Akku bombenfest. Und dann ist sie natürlich auch immer recht schnell griffbereit. Was wirklich schade ist, dass wir die hier oben dann einzeln anschalten müssen. Das finde ich wirklich unergonomisch. Sagt ihr mir mal, wie ihr das findet. Vielleicht hat der eine oder andere diese Leuchte ja auch schon zu Hause. Der kann davon vielleicht auch schon berichten. Ich werde sie jetzt mal leuchten lassen. Ich werde das Licht hier mal ausschalten. So viel dunkler kriege ich es jetzt gerade nicht. Aber die Kamera regelt den ISO-Wert ja sowieso immer etwas hoch. Ich mache die jetzt mal an. So. Was auch nicht vorhanden ist, dass wir hier eine Dimmfunktion oder ähnliches hätten, sodass wir unsere Akkulaufzeit noch ein bisschen beeinflussen könnten oder vielleicht das Ganze mal so ein bisschen abdunkeln könnten. Das ist hier, wie gesagt, nicht vorhanden. Die ist entweder an oder aus. Ja, so ist sie grundsätzlich erstmal hell genug. Es kommt natürlich immer darauf an, was ihr damit machen wollt. Aber wenn ihr jetzt irgendwie eine kleine Arbeit machen wollt, irgendwas auf eurem Werktisch, wenn es gerade dunkel sein sollte oder vielleicht kein Strom zur Verfügung steht, ihr aber die Akkus mit dabei habt, dann könnt ihr natürlich damit einiges machen. Vielleicht auch, wenn ihr draußen irgendwie im Campingbereich unterwegs seid oder Wohnmobil oder sonst irgendetwas, da ist sowas vielleicht auch ganz sinnvoll. Ich gehe jetzt mal einen Meter von der Werkbank weg. Das ist jetzt ungefähr der Fall und ihr könnt euch jetzt vorstellen, wie hell das Ganze ist, wenn ihr etwa einen Meter von den Objekten weg seid, die ihr bestrahlen wollt. Und ich muss jetzt sagen, wir haben jetzt etwa einen Abstrahlwinkel von, naja, sagen wir mal 3 Meter ist der Radius des Lichtkegels von oben nach unten, von links nach rechts. Und danach wird es auf jeden Fall so dunkel, dass man dann schon nicht mehr arbeiten kann. Wenn ihr natürlich weiter weggeht, dann wird es generell etwas dunkler. Aber dann wird der Lichtkegel natürlich auch größer. Ich nehme immer so als Maßstab jetzt diesen 1 Meter, wo ich das dann abstelle. Und dann können wir sehen, wie hell oder wie dunkel das Ganze ist. Nochmal Licht wieder an. So, das soll es gewesen sein von der Präsentation von dieser Leuchte. Viel mehr kann man jetzt gar nicht präsentieren, dass die natürlich irgendwo im Schattenbereich ihre Vorzüge auf jeden Fall auch hat, weil sie eben auch klein und handlich ist. Wir können ja nochmal messen, wie handlich die überhaupt ist. Das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Mit Akku ist die Höhe jetzt bei etwa 30 cm. Und wenn wir den Akku natürlich hier mit reinnehmen, sind wir 12 cm unten lang und breit sind wir hier etwa 7 cm. Wenn viel kleiner wird es dann ja nicht werden, denn die Akkus gibt es ja nur in dieser Form. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von der Leuchte hier denkt. Vielleicht hat der eine oder andere die Leuchte ja auch schon zu Hause, kann davon berichten und auch sagen, für welchen Einsatzzweck er diese angeschafft hat. Das hilft natürlich auch immer der Community weiter, wenn man auch von anderen Zuschauern hier so ein paar Ideen bekommt, was man mit solchen Leuchten oder generell mit den Geräten, die ich hier vorstelle, auch noch so machen kann. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, wenn es euch unterhalten hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin.